Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Island 2. Wir sind im Slum mit Kirschi und mir, dem Freddy. Ja, hallo, ich bin Freddy. Und ich bin Kirschi. Oder so. Voll geil. So, da oben ist eine Brücke, da müssen wir rauf. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich auf dieses Haus hier klettern. Nein. Oh. Ich müssen wir auf das Haus springen, von einem anderen Haus aus. Nein, hinfort! Garst gewesen! Kleinen Bruch gegeben, das wollte ich doch gar nicht. Hier ist eine Leiter, wie kommen wir da hin? Ah, da sollen wir runterklettern, okay. Das heißt, wir müssen irgendwie hier raufkommen. Wo ist nochmal die Konsole? Noclip eingeben. Das war nicht lore-friendly. Is it not? Vielleicht Jesus oder so, genau. Jesus? Gletscher. Macht's Köpfli. Okay, da ist eine Leiter, da müssen wir hoch. Ich glaube, da waren wir gerade. Au! Oh. Da können wir nicht einfach rüberjumpen. Hier auch nicht so gut. Jo. Dann ist das jetzt hier links und Fähigkeitenpunkte nicht angewandt. Was? Gut, dann ich hab Fähigkeitenpunkte, die ich noch nicht angewandt habe. Ich guck mal eben kurz hier, was ist das da? Ja. Modifizierten Mama, der ist da. So. So, nächstes Ding aktiviert. Das nächste sogar direkt in der Nähe. Ha. Ja, servus. Servus. Servus, Snape. Nein, nein. Der will auch noch leben. Nicht für dich, Freund. Nein, kein Leben für dich. Der kommt jetzt nicht rüber. Hey, wo ist das Licht hin? Ja, same. Okay, hier ist nichts. Fletcherly. Ist da was? Ja, hier so. Da war Starbucks. Oh, hey. Nicht so Starbucks, sondern da ist was. Und nächstes aktiviert. Nächstes ist dann 5 Minuten in die andere Richtung. Fletcher. Schaden an richtiges Tonfer. Okay. Mann. Was? Kirschi? Ja, hallo, wo bist du? Hallo? Ich hab dich gerade nicht gehört, also du hast gerade kurz von mir geleckt, also dachte ich, du bist jetzt irgendwie komplett weg. Achso, ja, ich war ich ja kurz anscheinend auch. Ich hab dich nicht, also keine Ahnung, vielleicht hast du einfach nicht gesprochen, habe ich gedacht. Ja, Sprint funktioniert immer wieder super heute. Ja. Ja, Spoiler funktioniert nicht so gut. Hey, wie kommen wir da hin? Nice. Kannst du gucken, ob da irgendwas ist, wo du lang gehen kannst, um da hinzukommen? Ja, sieht so aus. Das könnte man hier eventuell lang sprinten. Testen wir. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, ist doch direkt ein Leiter, also das hätte man gar nicht machen müssen. Sehr gut. Oh. Gut, dass ich runter. Also ich konnte halt nicht da hoch, weil das Spiel hat sich so, ach nö, du fällst da runter, du bist nicht gesprintet, aber ich natürlich gesprintet bin. Ja, ja, das ist üblich, ne? Hallo? Doch, ich sprinte einfach nicht. Oh. Was denn? Da ist ein Bonbon-Eis. Oh oh. Die Explosion habe ich jetzt nicht gehört. Ich auch nicht, aber er ist weg. Ja, die Plappen. Ja, flotter Revolver. Revolver ist natürlich nice eigentlich. Da ist auch einer. Oh, er hat mich getötet. Oh hey. Nicht schlecht. Also ich dachte eigentlich, dass ich genug. Du kannst mich heilen? Anscheinend. Geil. Zurückgeholt anscheinend. Hast du es geskillt? Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Da war einfach, ich bin zu dir hingegangen und dann stand da, war da so ein F-Symbol und dann habe ich draufgeklickt und dann warst du wieder da. Okay, also ich habe das ja auch schon mehrmals versucht, aber irgendwie. Natürlich, man kann nicht darauf landen. Ja, ja, natürlich nicht. Ich meine, realistisch gesehen wahrscheinlich wirklich, wenn man wirklich durchreißen würde. Aber ein bisschen abfangen musst du zumindest. Ja. So
so in der Realität. Nein, auf die Schnauze, du dumme Futze. Dann gehe ich hier nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ist hier denn was, Spiel? Hey, keep it chillin. Not anymore, though. Aue! Was willst du jetzt? Ach so. Sag uns nichts. Ich gehe wieder runter. Oder? Hm. Ja, komm, hier. Ach, du hast keine Arme mehr, die du verwenden kannst. Okay, das war Fallschaden. Oh. Wo bist du zum Fick? Oh, ich bin gelevelt anscheinend. Cool. Ja, mehr Schaden, Ehre. Okay, dann können wir jetzt wieder zurücklaufen, würde ich sagen, zu unserem Freund Garrett. Ja, du weißt schon, wo es hingeht. Ich folge dir einfach. Mit seiner super Tür, die gut funktioniert. Hallo, Gerard. Oh, you bloody did it. You managed to activate all the loudspeakers in the shantytown. Ja. Okay. Gerne. Ach, das ist so eine Quest für uns. Natürlich. Ach. Eastern Waterfront. Da müssen wir auch noch hin. Aber wir gucken mal kurz auf die Karte, ob wir was in der Nähe haben. Obwohl, es ist hier direkt in der Nähe. Eastside, sagst du? Eastside? Ja. Hallo, werte Zombie-Freunde. Jo. Gibt's erst mal ein bisschen auf Schnauzel. Oh. Dann passt der wieder. Dritte Verteil immer wichtig. Okay, ich habe gedacht, die sind jetzt richtig weit weg, aber Eastern Waterfront war hier vorne auch. Und ja, wir haben jetzt nur 15 Meter bis zum nächsten Lautsprecher. Ja gut, dann geht das ja immerhin. Wow. Ich mag deine Enthauptungen, die sind schön. Ja. Ich mag auch die Entarmungen. Okay, ja. Hat auch was. Ich mag eigentlich alles entarmen lassen. Fair. Ich tippe mal darauf, dass wir hier hoch müssen, weil hier einfach eine Leiter ist und der Punkt in der Nähe war. Aber wieder ein paar Leuchten sind, die in der Clip fallen. Ja, das sieht ja schon, ne? Ah, okay, wir müssen hier anscheinend nicht hin. Tja. Oder doch. Ui, hast den Tor gestürzt. Ja, da mach ich mal mit. Oh, bist du doch der richtige Weg tatsächlich. Du bist. Ja, hab ich fast gedacht, dass du einer von den Lebenden bist. Okay. Super. Müssen wir jetzt eigentlich wieder 4 Stück machen? Ich hab nicht aufgepasst. Er hat auf jeden Fall mit mehreren gesprochen. Gewöhnliche Keule. Hm. Also, den zweiten gibt's definitiv. Was? Ist ein Ausweis. Wo? Ach, da. Da neben den Orangen. Ja, danke. Bitte. Tipps und Links, wenn du brauchst. Ah, einen nehme ich mir mal lang, gell? Der Spieler, wir sollen den kompletten Weg zurückgehen, aber wir können einfach dieses Auto fallen. Schön durch das Glas da fallen. Oh ja, geil. Sitzt man auch direkt drin. Es ist der Schredder da auf den Scheiße vielleicht. Ah, hier ist eine Leiter. Nice. Ja, ist schön. Aber immer sind wir schon eingebaut und sind dann schön zerschredderter Scheiß in einem Auto, was dann direkt für weggefahren werden kann. Ja, ja, stimmt. Dann hat man auch direkt Nahrung für die Leute, die mit Nahrung versorgt werden sollten. Perfekt. Ja. Die freuen sich dann. Ja, genau. Da ist noch jemand wütend unten, glaube ich. Hier steht Help auf dem Dach. Nein. Ist vielleicht nicht so klug, irgendwas hier so einen Scheiß aufzubauen, wenn man da Help auf das Ding schreibt, dass man es nicht mehr lesen kann. Passt schon. Okay, hier müssen wir rein. Ich war kurz vor, wie wir hinkommen sollen. Okay, müssen wir auf jeden Fall einen dritten machen. Zuckerschock, ist das nicht schlecht? Mit 500 Basisschaden. Moment, ich bin jetzt 27, das heißt, ich kann jetzt eine böse Sichel benutzen, die fast 700 Schaden hat. Ich dachte jetzt erst an dein Alter. Nee, da bin ich glaube ich schon ein bisschen älter. Und ein bisschen meine ich so ein Jahr. Ah, ja. Das ist 28, oder? Du bist 28. Bin ich bestimmt. Kommen wir irgendwo runter ohne Fallschaden. Weil ich 29 geworden bin, dann wirst in demselben Jahr wirst du 28. Und ich weiß, dass ich 29 geworden bin, weil das heißt, dass ich dieses Jahr 30 werde. Ja, aber 30 werden. Bisschen cringe, Brudi, oder? Ja, schon ein bisschen. Ich bin nicht 30 bald, ich bin 17.
Und das fühle ich mich noch mal so. Ja. Und verhalte ich mich auch noch immer so. Mit 30 bist du ja quasi legit ein Boomer, oder? Oh, scheiße. Alle mindestens nah dran. Ich glaube, Boomer ist ab 40 oder so. 30 ist so Gen X. Also kurze Gen X-Phase. Hier oben waren wir doch schon mal drauf. Oh, ich habe gerade zweimal E gedrückt statt Effi Dummkopf. Er ist mir die Leiter getreten. Ja, der hat's auch verdient. Ja, stimmt. Hat sich nicht hochgelassen. Da ist der nächste Lautsprecher. Wo denn? Da ist kein Schalter, um ihn anzumachen. Aber hier geht ist nach innen rein. Das Kabel. Ja, das sehe ich auch. Meinst du, wir müssen einfach in den Raum rein da? Also. Ja, potenziell, aui. Könnte ich mir das schon vorstellen. Hm. Oh, es geht hier einfach runter, okay. Oh, okay, das ist dann. Vierte Lautsprecher, aktiviere ihn. Kriegen wir hin? Wir sind ja Profis und sowas. Ich kann die Lautsprecher in meinen anstecken. Und du machst sie dann an. Ja, ich drücke den Knopf. Knöpfe drücken kann ich nicht. Ich programmieren beide. Genau. Du ohne Code und ich mit Code. Ja. Hallo, wer hat der... Ach, du bist wieder der Zombie. Au! Ey! Was ist denn das jetzt hier? CFX, Halleluja, was soll denn das? Ist du Arsch? Arschkramp, mein Blöde. Nein, hinfort. Ja, ich habe schon irgendeinen Mist mitgenommen. Wofür ist. Okay, wir müssen da hoch. Na, hey. Hier war der Hochspringen? Ja, kann ich. Perfekt. Schön. So, dann können wir wieder zu Jaurette zurück. Perfekt. Ich habe da mal ein bisschen Zombies getötet. Wichtig. Ja, schon. Ich habe einen Deckenzombie getötet. Deckenzombie? Einen dicken Zombie. Ach, einen dicken Zombie. Hm. Ja, ist ein bisschen Radio verwendet. Ein Deckenzombie, das klingt so ein bisschen wie, keine Ahnung, Baby an der Decke dank Valium in Zugwäsch. Sowas. Nee. Hm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Von einem Rapper, den du nicht kennen dürftest. Oder zumindest nicht konsumieren dürftest. Warte mal. Ich hab dich geheilt. What the f. Wie hast du das? Danke. Das war einfach ein F im Chat, also nicht im Chat, aber halt, da war ein F auf dir und ich habe einfach dann Option genommen und gehabt, dich zu heilen. Und habe ich einfach genommen. Chill as fuck. Ja, sicher geht langsam zu Ende. Hallo. Na, mach dein Ding. He came. Oh yeah. Und hat einen Lappen verloren, eine Penne. Meine Güte, wo kommt die ganze Luft in meinem Magen her? Lass sie einfach nicht raus. Problem gelöst. Kann ich nicht verhindern. Die drückt sich gewaltsam raus. Ich wollte den schweren Nagelhammer zwar nicht mitnehmen, aber jetzt habe ich ihn halt. Gucken, muss ich was zum Reparieren. Da müsste ich mal kurz hin. Und meine Waffen reparieren, weil meine böse Sichel hat ein bisschen Schaden genommen. Ja, mein Polizeiknüppel auch, du. So, wie viel hatte das Zucker? Oh. Es hatte 500 Schaden. Einfach so. Gar nicht so schlecht. Ja, dann krieg ich mal. Oh, 700, das ist natürlich auch nice. Aber muss ich noch eine Stufe leveln? Kann ich was Cooles machen? Giftverteilung. Holy fuck, okay, die werde ich mir mal ins Inventar legen jetzt hier. Ich hab mich ganz schön erschreckt, der Zombie hier. Fühlbar. Ich gehe einfach um die Ecke, auf einmal muss ich ihm direkt mit meiner Rohmachete schocken. Ja, ich würde sagen, so läuft das. Au, böse Zombies. den hier will ich testen jetzt. Hier sind doch fast alle, ja genau, weil die sagen hier. Bist denn jetzt? Hier hinten ist was los, kommst du mal her? Ja. Aber die Ehre. Ach so, die sind hier wieder nur am Schießen, die Punks.
Ach, das ist ein Zombie. So, erstmal die Punks wieder alle ausgerottet. Das Gute ist, man kann ja einfach komplett abschießen und dann hat man noch genug Munition für alles andere rüber. Also man kriegt wieder was da zurück. Warst du komplett? Ja, ich bin so von der Durchlaufung, die kurz getötet. Ab zu Jarrett? Oder bist du gerade noch mit Dinge tun? Excuse me, wie bitte? Ich bin schon auf dem Weg zu Jarrett, ich bin praktisch da. Wolltest du noch Dinge tun, oder? Nö, ich hab nur ein bisschen Zombies. Ich hab dich ein bisschen dabei einfach nur vergessen gehabt. RIP. Mein Beileid, sorry. Wir haben sein. Nicht. Was haben wir da noch gar nicht ausgeräumt? Was ist denn da? Ist hier wahrscheinlich. Ach, noch eine Aufgabe. Der hat eine richtig gute Pistole gegeben. Ach, help! I am the death. Nein. Ich glaube, wir brauchen Medipacks, um zu heilen. Ich frage mich, wieso ich das. Obwohl, ich glaube, du warst relativ lang nicht tot, ne? Ja. Aui. Ich wechsle auf den hier. Verarschwinnern, du Arschloch, du Blades. Geht doch. So, gibt eine neue Aufgabe von Jarrett, natürlich. Ich muss erstmal Kirsch helfen. Ja, vielen Dank. Hallo, Jarrett. Ach, Station Nummer auch noch. Natürlich. Ja, mach ich. Drei Lautsprecher im Kanal Street. Ich hoffe, das ist nicht die Quarantänezone. Hast du die Pistole schon aufgesammelt? Ja. Die war richtig gut, oder? War ganz okay. Ich glaube, meine ist momentan besser. Meine ist momentan auch besser, weil sie halt voll geupgradet ist, aber die hat halt 1000 Basisschaden bei mir. Stimmt, ja, die hat wirklich in der Tat 1000 Basisschaden bei mir auch. Ich glaube, ich habe irgendwie einen mit 800 Basisschaden oder mit vielleicht 900 Basisschaden mittlerweile gehabt. Hallo? Upsi. Au! Fatze! Kann gleich mal reparieren. Oh ja, das mache ich auch. Opala. Dann können wir auch gleich mal die Waffe hier nehmen. Rasantpistole. Oh ja, doch, das macht einen Unterschied. 1592 Schaden und meine jetzige hat 1360 Schaden. Also die schon gut. Sturmpistole. Ah, ne, Flammer brauche ich nicht. Map, okay. Was haben wir denn hier vorne? Hier vorne ist ein Poster. Vielleicht, wenn wir jetzt dem Weg folgen, kommen wir da vorbei. Bist du noch am Dinge tun oder? Ne, du bist noch am Dinge tun. Ja. Ja, möchte ich verwenden. Irgendwas hat mich angegriffen und getötet. Da ist ein Typ gespawnt, der mich erschossen hat. Ich hab den Typ nicht gesehen gerade. Ja, ich auch nicht. Schön. Ich hab mich gerade von einem Zombie erschreckt. Also ja, Zombies erschießen lohnt sich gar nicht, muss ich sagen. Ja, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Bei Menschen erschießen ist das Gute. Das stimmt. Das sollte jeder mal gemacht haben in seinem Leben. Ja. Am besten täglich. Ja. Kommen Sie mit? Ja, weg an Zombie. Habe ich gerade ein bisschen. Hab ihn fertig gehauen. Wo bist du? Ah, hier vorne. Vielleicht soll ich meine Waffe auch mal ausrüsten, die ich gerade, also meine Pistole. Ja, vielleicht smart. Oder? Das tue ich am besten auch mal kurz. Ups. Da ist die schwere Pistole. Ja, ich glaube, sie ist ja gespawnt. Schon wieder. Also, ich habe gerade Schüsse gehört. Ich weiß nicht, ob sie auf dich ging oder auf mich. Ich glaube, auf mich. 11, 16. Hier unten.
Ja, das würde ich sagen, ist es wert. Dann wechsle ich das mal kurz hier. Ja. Ich glaube, das bei diesem Funk sind. Die sind, glaube ich, oben vom Dach und der eine ist runtergesprungen oder sowas, runtergefallen. Hoffentlich gefallen und gestorben. Okay, ich treffe ihn nicht so gut. Hau hier mal ab. Da ist ein Dicker. Ich bin fast tot. Ich glaube, ich habe mir einfach mal. Hups, lad mich umgecheckt, der Wichser. Aber Moment mal. Aua, hat der Schaden gemacht. Oh, er hat mich einfach umgedreht, ich bin tot, obwohl ich ein Radio war. Geil. What the fuck? Sowas. Anti-Aggressionstraining, draußen aktualisiert. 1600 verloren einfach. Schade. Wollte F drücken. Konnte nicht mehr. Schluss muss man relativ zügig sein, leider. Ah. Aber ich habe noch IP bekommen für den Kill. Na, da fahren so noch ein paar Leute, die aufs Maul wollen. Ja. Na dann. Und dann machen wir es Zombies. Ja. Oh. Gut, Sache. Na dann. Aua. Matt Hawthorne. Mein Geld. Zip. Come closer. Ja, hallo? Okay, ja, dann verkauf. Oh. Ah, hier ist noch ein Zombie. Guck, dass hier einfach ein Zombie hinter sich liegen hat. Der hat ganz viel Energy Drinks hier. We made it. Jesus Christ, do you believe this shit? Take whatever the hell you need. I'm fucking out of here. Okay. Ja. Und er hat noch Cash für uns. 2,5. Ah ja, ja dann. Komm mal her, ja. Ich wollte ja nichts machen. Ich wollte einfach einen Sip nehmen noch. Hallo, Spiel. Da rechts ist schon wieder ein Gegner. Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Ich glaube gerade, dass ich ein bisschen blöd war. Ich habe Osten mit Westen verwechselt. Wir waren ja gerade im linken Teil der Stadt, das war der Westen. Ja. Wir gehen jetzt erst in den Osten und hier müssen wir mit dem silbernen Schild hin. Ich weiß nicht wo genau hin, aber auf jeden Fall in dem irgendwo östlichen auf jeden Teil der Stadt, ja. Und was glaubst du? Was glaubst du? Es könnte sein, dass hier wieder, also dass wir hier noch Zombies töten müssen, oder dass hier wieder Leute sind, die ein bisschen aufs Maul wollen von der Pistole. Hier ist ein Fact auf dem Tisch. Straight Facts. Jetzt mal kurz wieder reparieren, Alter. Blim. Ja, soll ich auch gleich mal machen. Ich habe einfach in die Hand geschossen, weil sein Köpfchen nicht zeigt. Ich repariere auch mal kurz. Ah, da vorne, ich sehe da jemanden. Na dann. Viren, zack, zack und zack. Ich wollte nicht runterspringen. Warum kommt hier ein Zombie und haut mich kaputt, während ich ihn reparieren will? Das ist unhöflich. Ja, schon. Jetzt kommt so ein Zombie vor den Raum. Die rein alle nicht, dass ich sie treffen kann. Ich habe gerade 3 Leute per Kopfschuss hingerichtet. Nice. Ich wurde gerade fast zu den Zombies hingerichtet. Wie ein Penner. Ja, etwas weniger nice, also. Da lebt noch einer. Wo? Weiß ich nicht, irgendwo hier hinten. Klingt. Ausweis auf der Matratze. Oh, und Frucht. Einfach one-hitted. Okay. Ich müsste mich auch mal heilen. Ist da noch was zum Heilen? Mutterteile. Nichts zum Heilen? Fragezeichen. Was? Ich hab dich gefragt, ob hier was zum Heilen ist, weil ich ein bisschen was bräuchte. Achso, ich hab da hinten, glaube ich, irgendwas gesehen. Moment. Nicht hier, oder? Nee. Moment, wo war das? Du hast so eine Frucht gesagt. Ich glaube, die hast du gegessen.
Da war anscheinend nur eine, ja. Okay. Eine habe ich gegessen. Ups. Sorry. Kein Problem, alles gut. Ich dachte, wenn hier was liegt, kann ich es gleich mitnehmen, aber wenn nicht, ja, ist auch nicht schlimm. Dachte auch so. Let's open this up. Oh, Streitkolben, Müll. Da, ach, jetzt sind wir gerade bei dem Bereich, wo wir schon waren, weil da 1000 Pässe auf einmal kommen, die wir noch machen müssen. Boom. Du Fotzerich. Lappen, ja, das passt. Schön. Okay, ich heile mich aber mal kurz. Ich habe genug Medipacks. Immer gut. Irgendwas ist da rechts zum Aufsammeln. Ich weiß gar nicht, welche Akte, welche Aufsammelquests wir überhaupt noch haben. Oh, ist ein Laden wieder. Hallo. Oh. Es ist Lukas Medikament. Ah, okay, wir müssen sowieso noch irgendwas machen. Aha. Diabeteszeug müssen wir insulieren, genau. Haben wir gleich zwei Quests gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Luca war, ne? Das sind übrigens eine Menge Dingens gewesen. Was denn? Du bist wieder voll live. Da war eine Menge Energy Drinks und so. Ja, ich glaube einen war ich noch. Wem sollten wir die Medikamente bringen? Ich wollte dich gerade nicht zum Handeln einladen. Ich mach mal wieder Lust. Hier sind Snacks und Energies, okay. Ja genau, weißt du noch, wo Luca war, den wir das bringen sollten? Nein. Medikamente. Oh, ich habe gar keine Ahnung mehr, wo der war. Auf jeden Fall. Also irgendwo würde ich schon mal schätzen, aber mehr weiß ich auch nicht. So, wir sind gerade hier. Da vorne sollen wir Lautsprecher aktivieren. Was haben wir da? Oh, ist okay. Jetzt können wir tatsächlich an die Post mal vorbei, also da hingehen und das machen. Ah. Der ist ein bisschen bei mir am Rumbacken. Oh, jetzt hat er sich eh erledigt. Bitches. Nein. Sag ich doch. Hinfort. So, nämlich hier vorne können wir ein Poster aufhängen. Hängen das Poster auf. Schnulf, schnulf. Okay, nice. Geil, hot. I'm waiting in the motel. I can help you. Okay. Mm. Okay, ja, es sieht so aus, als wären die Lautsprecher im Dingsbezirk hier. Quarantänebezirk. Ja, gut. Das ich kletter mal hoch. Ich komme. Quarantäne? Ja, Quarantäne fand ich eher so mäßig lustig, muss ich gestehen. Hallo, zu gehen. Au. Hm. Ja, es sieht so aus, müssen wir da rein. Tja. Aber ich würde sagen, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das noch zu machen. Können wir noch was anderes hier in der Umgebung machen? Wir könnten noch 1000 Quests annehmen, um den Part zu beenden. Ich glaube, dann machen wir lieber das hier. Gewesen. Hier ist auch ein Zombie. Okay, also ab zu dem komischen Lagerhaus. Ich kann mal wieder hinkommen. Besten einfach zurücklaufen, weil dahin sieht es zu aus. Du wirst schon wissen, wo. Auf gar keinen Fall. Nicht. Schön. Nee, tatsächlich weiß ich sogar. Schnurf. Ich fucking dying, Alter. Sprintet 2 Meter und stirbt. Ja, muss so. Ja, muss. Also, ich fühle mich schon ein bisschen outcalled, dass die uns im Real Life so emulieren. Ja. What do we have here? Hallo Tavin. All I need is bleach. Bleach. The means and materials to extract potassium chloride. Very volatile, very powerful. Used in grenades, mortar rounds and landmines. If you bring me bleach, I'll give you a contact. Der klingt ziemlich deutsch, aber heißt Tavin. Ist ja so ein deutscher Akzent. Haben wir 5 Reiniger? Gut, gut. Excellent, wunderbar. Any kind of bleach will do. War deutsch. Let us put these poor souls out of the mist. Oh, er gibt uns Granaten dafür, Brandgranate, okay. Ah. Aber ich konnte ihm nur eine geben. Er hat sogar wunderbar gesagt, also wenn er nicht deutsch ist, weiß ich auch nicht, ne? Karl!
but I'm missing a few parts. Was willst du denn haben? I need a transformer and some cable. They're in a shop. Kabel könnte schwer werden, wenn man so ganz ein Dreh verwendet. Mhm. Absolutely. Absolutely. Just be careful. Okay, was möchtest du, Alfred? Hey man, thanks for helping me out. Ich hab nichts gemacht, hä? Hey, Chigos! Hallo. You're turning this place into a fortress, and I'm in charge of defense. Before we found this place, we were searching for guns, and all we found was money. Mucho dinero. So if you can find some grain alcohol for Molotov cocktails, we would be glad to give you some of that feria. Whatever it belonged to, probably isn't going to be needed. Also, grundsätzlich kein Problem. Geld habe ich in Maßen. Alkohol ich in Maßen. Ja. Okay, möchtest du mehr haben? Hm. Okay, das war's anscheinend schon. Okay, wir haben jetzt diesen Bleach abgeben, das war nur einer. Dann haben wir jetzt noch hier, Alkohol abgeben, war auch nur eins. Was möchte Quan? Mein Bruder und ich kamen hier von Korea zu arbeiten. To send money back for our family. I went out to look for food, and those things, they tried to kill me. If not for Nick, I'd be dead. He bring me here. Nick, haben wir Nick schon getötet? He probably thinks I'm dead. He's there all alone. It's not safe there. Could you find him and bring him back here, please? Ja, können wir machen. Okay. Also, ich will es nicht rassistisch klingen, aber ich finde nicht, dass das ein Koreaner. We have anything here to give you. Or we have money. You can have könnte aber einer sein. We live at 13 Seahut Street. Thank you and please find my brother. Ja, okay. I'm worried about him. Na gut. Was möchtet ihr vorne? Hallo Carla. Excuse me. My asthma inhaler is almost empty. And I can't breathe without it. The stress of all this is just making it worse. Schade. How about you chill out then? Ja. I know all the nearby pharmacies have been looted. But if you happen to find even a partially full inhaler, I'd be very grateful. Ja, kein Problem. I'll see what I can do. Thank you. I don't know how long this one will last. Ein letzter Atemzug. Jack, hallo. Looters, and I ran, and I think I'm the only one who made it. One of those bastards took my wallet, all my money, credit cards, passport, and my daughter's picture. She's back home in New York, and she's the only thing keeping me going. I'm here on business, and I promised her I'd be back in time for her 10th birthday. I've disappointed her so many times. I just don't want to break that promise. Will you help me find those bastards? Okay, klar. I'll do my best. They jumped us by the drugstore close to the canal. They're probably still hanging around there. Ja, die werden geklippt, Junge. Oh ja. Gibt's hier irgendwas interessantes? Snack? Hast du irgendwas interessantes gefunden? Nö. Also an Facts oder so? Nee, wäre mir jetzt zwischenzeitlich nichts aufgefallen. Dann können wir erstmal hier noch handeln mit dem Typen. Beeinträchtigende Militärmache jetzt. Ich glaube, es ist gar nicht so krass gut mit 449 Schadenbasis. Das ist halt blau und klingt cool. Ja. Beeinträchtigender Metall-Baseballschläger. Der ist relativ gut. Du kannst, glaube ich, weg. Das kräftige Eigenbaumesser ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, oder? Ich nehme den jetzt. Besser als die Machete auf jeden Fall. Nein, nicht verkaufen. Verkaufen aus den Sachen. Also fast. Okay. Dann würde ich sagen, kommen die. Man kann aber nicht Waffen wieder auseinanderbauen, sage ich mal, oder? Also, dass man die irgendwie verwertet. Nicht meines Wissens nach. Okay. Stark schon muss die gut an den Bullen. 475? Oh ja. Das ist gut. Dann können wir das. Oh ja, falsche benötigte Stufe, na gut. Achso, das ist so ein Messer. Okay, das ist doof. Na egal. Kleines L genommen. Hallo, wo kommt die ganze Luft her?
dann noch einmal kurz reparieren und gucken, ob wir noch was anderes kurz machen können. Ah ja, kann ich eigentlich was produzieren. Nö. Oh. Oh. Mhm. Besorge Insulin für Diana, bring Carla ein Asthma. Aber wir haben doch schon das Insulin geholt. Hm. Und das. Okay. Das Bild von Jacks Tochter ist davon, das ist nicht so weit weg. Hm. Das nehmen wir. So, da unten noch. Hängen die Poster einfach. Super! Wir hätten zuerst hier oben hingehen sollen für das Poster, weil wir sind an einem anderen Poster auch schon vorbeigelaufen mehrmals. Hm. Nur wurde es nicht angezeigt, weil das halt der nächste ist. Danke, Spiel. Sehr freundlich, ja. Ah, Moment, hier oben ist die Quest, die wir machen müssen. Alicia Jacobs, das weiß ich. Ah. Da können wir dann, also im nächsten Mal haben wir gut was zu tun hier. Na, immerhin. Also, in den nächsten Parts, wir haben echt viel hier zu tun. Hot Gott. Damn, ja, das Spiel hat ein wenig Umfang. Also wir haben es aktuell, die wir wirklich machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quests in diesem Gebiet hier, also Nebenquests. Plus eine, die wir noch annehmen gleich, also was heißt gleich, bald. Ja. Genau, aber jetzt sind wir schon mal 36 Minuten, du weißt, was das heißt? Ja, das heißt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Man sieht sich vielleicht wieder im Expert. Hau rein, Leute. Tschüss sehen. Tschüss.